Und willkommen zurück zu meinem Let's Play Amnesia The Dark Descent. Wir waren jetzt hier im ersten Stock sozusagen, nachdem wir im Labor waren und gemerkt haben, dass alles im Weinkeller war, der aber verschlossen war. Gehe ich jetzt hier mal in die Archive rein, um mal zu gucken, was es da Schönes gibt. Ja, der erste Teil, der war ja ein bisschen miserabel, könnte man sagen. Auch wenn man auf 720 Pixeln schaut, ist die Qualität grausig. Und ich entschuldige mich vielmals dafür. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich probiere dieses... Ich glaube, es lag am Rendern. Und ich probiere dieses Problem jetzt zu beheben. Oh Gott. Okay, ist kein besonders schöner Ort. Mal ganz ehrlich gesagt jetzt... Ah, ein Zettel auf dem Tisch. Ist immer gut. 16. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. So, wenn ihr diese ganzen Film aus, also hier sagen wir mal diese Tagebücher, wenn die euch nicht interessieren oder wenn ihr euch einfach keinen Bock habt, die Story anzuhören, weil die so langweilig ist oder was auch immer, dann spult einfach vor. Ich weiß, das könnt ihr, es wird ja nicht so schwer sein, mal kurz die Maus zu bewegen und, oh, es bewegt sich gerade ein bisschen schwer. Also Licht bitte. Ah, also schon besser. Sollte nicht schwer sein, kurz mal die Maus zu bewegen und mal vorzuspulen. Ah, Zunderbüchse. Tür auf. Ja, bisher war es ja noch nicht besonders gruselig und grausig. Studie. Habt ihr das gehört? Ich hab's gehört und es klang nicht gut. Ganz im Gegenteil. Oh, scheiße, es war irgendein... So ein, naja, Röhren könnte man fast schon sagen. Nein, es war kein Elch. Aber nah dran. 17th May 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it. And as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ja, aber hat's ja anscheinend überlebt, sonst wäre er jetzt nicht hier. In einem Schloss, das gruselig ist. Und wo anscheinend auch Monster sind. Dankeschön. Ah, Jemine. Ja, ich werde täglich nur eine Folge hochladen können, egal welches Let's Play. Weil es einfach nur... Oh je, ist das dunkel hier. So, mehr Licht bitte. Weil ich es einfach nicht hinkriege. In, sagen wir mal, wenn ich von der Schule komme, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit. Wow. Ich meine nur,
ich habe vielleicht insgesamt 6 oder 7 Stunden Zeit und wenn, ihr werdet es nicht glauben, das reicht nicht. Das ist vielleicht eine halbe Stunde aufnehmen, eine Stunde rendern und noch 4 Stunden hochladen. Und da ist die Zeit auch schon vorbei. Ich kann nämlich nicht während des Hochladens und des Renderns irgendwas anderes aufnehmen. Und gleichzeitig hochladen geht auch nicht. Was dann die Sache dann noch ein bisschen weiter erschwert. Ich würde gerne mehr hochladen, ist nicht das Problem, aber mir fehlt einfach die Zeit. Deshalb müsst ihr euch jetzt erstmal mit einer Folge begnügen. Ich habe leider kein... Wow, die lässt sich nicht öffnen, ist abgeschlossen. Ich habe leider kein Glasfaserkabel. Und ganz ehrlich, ich würde schon gerne eins haben, aber... Oh, hi. Wow. Nein, ich habe keine Angst. Was auch immer das war, es war gruselig. Großer Gott, ey. Nein, ist nicht gruselig, ganz im Gegenteil. Oh, Blut. Hi. Und noch mehr Öl, wie schön. Hier sieht es ein bisschen zerstört aus alles. Ich weiß nicht, das ist alles, es sieht alles so ein bisschen aus, als wenn hier schon lang keiner mehr gewesen wäre. Karten und Pläne. Und alles eingestürzt. Was haben wir denn hier? Grundrisse. Grundrisse sind immer gut. Vielleicht finde ich einen Weg hier raus. Beziehungsweise einen Weg ins innere Heiligtum. Ich habe das hier von, hab das hier gerade gesehen, das würde ich jetzt mal... Auf! Danke. Ich höre hier irgendwie ein Klavier spielen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Amnesia hier eine Hintergrundmusik spielt. Hm, seltsam. Ausflügel. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Hm. Also es sieht so aus, als wenn dieser große böse Schatten, wie auch immer, dass man ihn nicht aufhalten kann, dass der einfach nur... Wow. Oh. Och nein. Großartig. Ich muss einen neuen Weg hier rausfinden. Na schön, na schön. Karten. Ja, wie ich bereits gesagt hatte, auf jeden Fall, ich versuche es heute mal mit einer anderen Rendering-Einstellung, weil, also ich probiere es einfach mal, wenn es funktionieren sollte, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich selber sehen, wenn es nicht funktionieren sollte, tja, dann versuche ich es nächste Mal nochmal neu. Oh nein, was ist das jetzt? Böser Zettel, schämlich! 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Licht! My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Das Licht am Ende des Tunnels. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Aber. Oh, das ist so schön, das nehme ich mit. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Oh, wie schön. Okay, der geistige Zustand ist ziemlich schlecht, aber es geht gerade noch so. Also wir müssen jetzt mal einen Weg hier rausfinden. Nachdem wir hier ein bisschen gefangen sind, nicht? Also, oh, was haben wir denn hier? Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Na schön. Zerbrechlich klingt gut. Nehmen wir mal.
Stuhl, du kommst mit mir. Ja. Ja. Ja, okay, das war unfähig, das passiert. Ich wollte ja die Tür nehmen, aber... Bam. Danke, Stuhl. Das war sehr nett von dir. Dafür stelle ich dich jetzt auch ordentlich hin. Ja, gut gemacht. Hallo? Oh Mann, ist das dunkel hier. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Hey. Warte mal, ist das Licht hinter dem? Ein Luftzug und ein schwaches Licht scheinen hier. Es muss eine. Ja, das ist ein Türrahmen. Es gibt eine Art geheimischen Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Das war diese verschlossene Tür, diese eine, die wir gesehen hatten. Glaube ich zumindest. Also mal sehen. Was haben wir hier? Das war ein bisschen Sachbeschädigung, ist immer gut. Hiesige Folklore. Altstadt und Schloss Brennenburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Auf den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Entschuldigung. Die Sammler, die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Kriegs. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper von ihren verdorbenen Seelen gefertigt entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinsäcken, die ihre Sammler hinter ihnen herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz, und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen, und wurde nie wieder gesehen. Das heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein, und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besucht, und was ist ihm zugestoßen? Ja, ne? Bevor ich das nächste lese, werde ich jetzt diese Folge erstmal beenden, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!